Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier mit Sumi. Wieso konnte ich jetzt den Flugpunkt nicht annehmen? Wieso wusste ich den schon? Das verstehe ich jetzt nicht, weil ich war eigentlich in Ironforge, war ich doch noch gar nie, glaube ich. Meine ich zu wissen. Naja, wurscht. So, wir müssen da hinten hin, um die eine Quest abzuschließen. Und die Folge nicht anzunehmen, wohl bemerkt, da ich diese Instanz jetzt eigentlich nicht mehr gehen möchte. Eigentlich so. Ansonsten muss ich dann mal irgendwann mal alle Quests wieder zusammensuchen und fertig. So, Wissen in der Tiefe. Die Reise nach Ashenvale ist lang und eure Aufgabe ist nicht leicht, aber wenn ihr mir das Manuskript bringt, Asumi, dann werde ich euch auch fürstlich belohnen. Aha. Oh, warte mal. Manuskript. Okay, Wissen in der Tiefe. Ihr habt das Manuskript gefunden. Was für ein Freudentag. Wir werden es nachdrucken und verteilen und dann können auch meine Brüder und Schwestern endlich des alten Wissens von Lorgalis teilhaftig werden. Ihr habt uns mehr geholfen, als ihr ahnt, Asumi. Ich hoffe jedoch, dass dieses Geschenk euch zeigt, wie dankbar wir uns unserer Verbündeten erweisen. Ausdauer, Wille. Toll. Das bringt mir nicht wirklich viel, außer Gold. Aber so wurscht. Oh, das hätte ich sowieso abgeben müssen. Oh. Oh, und wenn ich schon hier bin. Achso, nee, warte, ich mache das in Danassus. So, wir haben das abgegeben. Flugpunkt kennen wir auch. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber wir werden jetzt einen Ruhestein nehmen. Piu! Genau, dann sind wir hier. So, du kriegst kurz den Ring. Und dann werden wir schnell flotti nach Danassos fliegen. Ich bin ganz Ohr. Ja, ich bin auch ganz Ohr. Lebt wohl. Und dann könnten wir uns das nächste Mal, oder vielleicht auch dieses Mal, vielleicht nochmal an den Turm von Atalax, auch wie auch immer, begeben und den nochmal probieren. In der Hoffnung, dass es diesmal funktioniert, da wir ja großartig viel mehr Schaden machen. Achso, warte mal, Waffe. Atlas Loot, Burgschattenfang, Berufe. Ingenieurskunst, Teiler, Haustiere, Verschiedenes, Schusswaffen. Wir haben jetzt, wie heißt das? Tödliche Donnerbüchse. Genau, die haben wir jetzt. Ingenieurskunst. Wir brauchen viel, was viel Höheres. 9,7. 10,4. 11,8. Oh, Stufe 36. Okay, das geht nicht. Aber Mondsichtgewehr. Surrendes Bronze-Dings da. Aha. Was brauche ich dafür? 130. Ich weiß nicht, welches Ding ich habe, welches Level. Aber das wäre mal gut, wenn ich darauf hinarbeiten würde, gell? Die Frage ist nur, lerne ich das vom Lehrer oder erlerne ich das durch was anderes? Oder soll ich einfach in der Zwischenzeit auf den Bogen switchen? Weil der gibt schon, der macht schon viel Schaden. Nur, ich habe hier nur Projektile, Teile, Feuerwerk, Sprengstoff, Haustiere, Rüstung, Schmuck, Kopfrüstung. Oh, ist ein bisschen ein Schatz. Also, dass sie hier nur die Projektile gemacht haben, das finde ich halt schon irgendwie voll doof. Das muss ich echt sagen. Außer ich kann die Projektile. Ich weiß, dass man, glaube ich, die. Dass ich glaube. Ich glaube.
gelesen zu haben, gehört zu haben, dass ich die Thorium-Patronen in Thorium-Pfeile umtauschen kann. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, kann ich auch gefertigtes, robustes Geschoss zum Beispiel, was ich ja, glaube ich, besitze, genau, in, keine Ahnung, gefertigter, robuster Pfeil umtauschen oder sowas? Das wäre eigentlich richtig nice zu wissen. Warte mal. Gefertigtes, robustes Geschoss tauschen in Pfeil. Hoppala. Schauen wir mal, was Google dazu sagt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Hier gibt es eine praktische Anleitung. Schauen wir mal. WoW-Head. Das hätte ich mir abgespeichert gehabt. Gelehrt von, kann abgelegt werden in Guides. Kommentare. Toll, ich finde nichts. Toll! Projektile, Rising Gods, Classic Guide, Handwerkrezepte, Questlehrer, robustes Geschoss. Warte mal, WoW Classic, Geschoss gegen Pfeile tauschen. So, dann werden wir jetzt hier nochmal losdackeln. Thoriumpfeiler. Gezackter Pfeil. Oh. Jägermunition-Archiv. Ja, das ist halt ein bisschen Schaß, gell? Murzer Schaß ist das. Pfeile sind was für Memmen. Ein fairer Handel. Habt ihr schon einmal einen so verdammten Mist erlebt? Die letzte Munitionslieferung aus Karanos ist völlig verbockt worden. Alles, was wir jetzt noch an Munition haben, sind diese schwachen, nutzlosen Pfeile. Was zur Hölle soll ich mit 50.000 Thorium-Pfeilen anfangen? Sie mir einfach schenken. So, wir müssen darüber. Diese Quest startet und endet in Ironforge. No rep or experience with this quest. Just straight up exchange of 200 Thorium shells for 200 Thorium headed arrows. Ja dann. So. Hallo. Hallo. Achso, Blade Weaver ist sie. Okay. Ich habe vergessen, wie sie heißt. So, beantwortete Fragen. Das ist also Willindes Schicksal, was? Die Hohepriesterin wird enttäuscht sein, wenn sie davon erfährt. Sie und Willinde waren vor deren Verschwinden gute Freundinnen. Unsere Göttin hat ihr die Sense von Elune bestimmt als eine Art Wohltat zukommen lassen und ich bin erschüttert, dass sie nicht mehr in den Händen ihrer Dienerin ist. Aber das ist eine Angelegenheit, um die man sich später kümmern muss. Ich schulde euch Dank für das, was ihr geleistet habt. Düdüm. Ihr müsst was aussuchen. Düdüm. Naturschaden. Oh, okay. Der Nadris. So, wir nehmen uns natürlich den Bogen. Der so viel mehr Schaden machen würde. Aber ich würde gerne hier die Pfeile um... Mann, warum haben sie das dann nicht eingeführt, dass man die... dass man die Geschosse da umtauschen kann. Das finde ich so richtig doof. Dass das nicht geht. Fair Trade, toll. Archiv verlassen diese Seite als Standarddesign anzeigen. Jene Munition. Hä, was geht denn jetzt ab? Ah. Ach, da muss ich hin. Gibt auch blaue Muni als Drop, Lohnstückzahl hier nicht. Blaue Pfeile. Page not found. Super. You're down? Was willst du da noch machen? Ah!
Gut, dann gehen wir jetzt hier wieder mal ein bisschen angeln. Gell? Ein bisschen angeln, ein bisschen angeln. Es wäre halt ganz nice, wenn ich hier irgendwas finden würde, gell? Oh. Das hört man ja kaum. Ja, also finden tue ich lieber Pfeile selbst herstellen. Geht das irgendwie? Hab gehört, dass ich ein Jäger seine Pfeile selbst herstellen kann. Mit dem entsprechenden Beruf, wenn ja, welcher? Stimmt das? Oder nur Gelaber? Naja, Munition. So, was sagst du denn hier? Pfeile kannst du nicht herstellen, aber als Inchi kannst du dir Patronen herstellen. Toll. Das bringt mir aber nichts, wenn ich einen super coolen Bogen bekomme. Ist ja doch alle doof. Okay, der Bogen schaut ziemlich seltsam aus, aber ist ja wurscht. Er macht mehr Schaden als meine Schusswaffe. Und ist schon viel wert. So, obwohl dies at the moment nicht viel Sinn macht. Noch weniger als vorher schon. Die Thorium-Patronen sind schweineteuer in der Herstellung, sodass sich das alleine schon nicht lohnt. Die musst du dann in... im Wirtshaus gegen Pfeile umtauschen. Stack für Stack. Das nervt. Seit dem Patch gibt es ja tückische Pfeile. Die Thorium-Pfeile übertrumpfen. Keine Ahnung, ob schon neue Baupläne für bessere Pfeile gibt. Glaube aber eher nicht. Ja, also, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, konnte man schon irgendwann mal Pfeile herstellen. Aber das war dann, glaube ich, erst in... Wrath of the Lich King, glaube ich. Ich glaube, Wrath of the Lich King war es dann. Oder konnte man das dann im PC schon machen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, aber... Kochkunst... Klassenspezifische Berufe, Schurke... Ach so, genau. Alchemie, Schmiedekunst, Berufe, Sammlungen, Fraktion, Instanz, Schlachtzüge. Also hier sehe ich jetzt im Endeffekt nicht, ob ich, also was ich alles an Pfeilen kaufen kann, oder? Weil hier habe ich ja im Prinzip 8,5 verursacht 8,5 zusätzlichen Schaden pro Sekunde. Wie schaut das Ganze in Pfeil aus? In gekauften Pfeilen in dem Fall. Oder soll ich dann nochmal gucken? Ich gucke da nochmal. Das hätte ich jetzt vorher machen sollen, gell? Ah. Weil wenn ich schon sowas Tolles in Besitz bekomme, dann schaffe ich vielleicht den Turm auch nochmal besser. Weil ich mache ja, überlegt euch das mal. Ich mache da mit dem Ding, allein mit dem Bogen, allein der Bogen macht schon 12,2 Schaden pro Sekunde. Und meine Schusswaffe macht nur... 8,3. So, wie viele Pfeiler kann ich dann einpacken? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oder? Achso, nee, eigentlich nur 10. Okay. Hoppala. So, Waffenmeisterin... Waffenhändler, Kampfmeister Altarak. Wie darf ich helfen? Wie darf ich helfen? Hast du Pfeile? 10. Hast du bessere Pfeile? Nee, du hast nicht so gute Pfeile. Wie darf ich helfen? In Ironforge, Tüftlerstadt. Seid vorsichtig. Elun Ador. Ey, komm, echt jetzt? Seid vorsichtig.
Mr. Google bzw. WoW-Head muss mir jetzt mal kurz weiterhelfen. Pfeile, warte mal, ich muss erstmal ein Classic. Alter, warum meine Nase jetzt so läuft, weiß ich absolut nicht. Pfeile sind was für Memmen. Nee, warte mal, das wollte ich jetzt nicht. Pfeile, Quest. Ich will eigentlich einen Gegenstand haben. Gezackter Pfeil. Meintest du einen Gegenstand? Ja, einen Gegenstand. So. Was gibt's noch alles als Pfeile? Man gibt es da gar keine Option wie ähnliches Modell wie? Stufe 40. Alter, woher soll ich denn jetzt wissen, wie diese verdammten Pfeile heißen? Ausrüstung. Wenn man Tier. Waffen. Waffenfertigkeit, Druide Jäger. Nee. Ausrüstung, Gold erarbeiten, Leveln, Berufe. Alter, wo kriege ich denn das jetzt her? Habe ich hier irgendwo eine Wache? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Es tut mir leid, aber ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Warum? Wenn die mir das nicht geben kann, was ich haben will, von wem kriege ich denn das dann? Berufsklasse, Briefkasten, Gasthaus, Bank, Auktionshaus. Ach ja, genau, zum Lehrer wollte ich auch noch. Lebt wohl. Wo muss ich sowieso da nach hinten? Handwerkswaren, Lederverarbeitung, Schneiderei. Terrasse der Handwerker, allgemeines Handwerk. Vielleicht finde ich da ja was. Sollen wir da ein Gasthaus? Gemischt und Handwerkswaren. Okay, du hast aber nicht das, was ich gerne hätte. Lebt wohl. Lebt wohl. Das ist Verzauberungskunst. Erste Hilfe. Ein Uhrturm. Die Enklave des Szenarios. Da haben wir dann Reitlehrer. Stallmeister, Jägerlehrer. Wie darf ich helfen? Ja, ich würde gern hier, warte mal. Aspekt der Augen der Wildnis, Aspekt der Wildnis. Der Jäger nimmt die Aspekte eines Wildtieres an und kann nicht aufgespürt werden. Es kann immer nur jeweils ein Aspekt aktiv sein. Aha. Wildtierängste, ablenkender Schuss, Mehrfachschuss. Zurechtstutzen. Mongobiss, Untote, Verborgenes aufspüren, Elementare, Feuerbrandfalle, Frostfalle, Totstellen. Haha, da haben wir es endlich. Frostfalle. Feuerbrandfalle, Elementare aufspüren, Verborgenes aufspüren, aufspüren, aufspüren. Ja, keine Ahnung, was ich sonst noch brauche. Die Göttin schütze euch. Die Göttin schütze euch. Jetzt muss ich erstmal hier das da reinsetzen. Gut. Was führt euch hierher? Was führt euch hierher? Tja, ich möchte halt was lernen. Aspekt der Wildnis. Also Aspekt der Wildnis brauche ich eigentlich nicht, ja? Die Frostfalle, da könnte ich mir eventuell hier und da mal das Leben retten. Wenn ich dann das hier mal aufräumen würde. Warte mal, das hier kann ich erstmal hier rübergeben.
So. Feuerbrandfalle, Rang 1, Rang 2. Okay, das nehmen wir noch und Frost. Achso, warte mal. Viel Glück. Viel Glück. So, das haben wir und das haben wir. Ja, keine Ahnung. Mal gucken, ob mein Pet irgendwas noch erlernen kann. Tierausbilder. Seid gegrüßt. Ach du Scheiße. Große Ausdauer. Knurren. Natürliche Rüstung. Ja, das muss ich alles hier lernen. So. Ein Gold. Jawohl. Liebes Pet, kannst du was lernen? Oh, schau, du kannst ja alles lernen. Oh, warte mal. Was? Euer Begleiter ist nicht hoch genug? Willst du mich jetzt verarschen? Oh Gott, okay. Mein Begleiter muss das Level 30 erreichen. Gut. Das hätte ich schon mal gemacht. Ja, aber ganz ehrlich, wenn es darum geht, kann ich mir das ja jetzt überhaupt nicht leisten, dass ich mich hier ausrüste mit neuen Pfeilen und so. Oh, wie kacke ist das denn? Ja, dann ist mir die Überlegung eh schon erspart geblieben. Ha! Gut, dann kommt mal die Waffe hier erstmal auf die Bank. Plus das Leder. Hallo, weiter. Hier, so, danke. So. Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. So, das Leder kommt auch erstmal hier auf die Bank. Das kommt erstmal hier auf die... Schau, einen Köcher hätte ich nämlich hier auch. Aha. Einen Köcher. Köcher, Köcher, Köcher. Du kommst auch auf die Bank. Dich könnte ich gebrauchen. Dich kann ich gebrauchen. Dich kann ich sowieso gebrauchen, weil ich mein Pet ab und zu füttern muss. Und ja. Gut, dann würde ich mal sagen, ich werde hier einen Cut machen. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Nächste Woche. Beim Turm von Altalax wieder. Und da werde ich dann nochmal mein Glück versuchen. Und schauen, ob ich das diesmal zusammenbekomme. Allein. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Gut, bis dahin sage ich aber ciao, ciao. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Baba.